Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach. Und in diesem Video gibt es ein Channeling des Sonnengottes Lu aus aktuellem Anlass, denn wir haben am 1. August das keltische Fest Lunasat oder auch Lammas genannt. Dabei wurde die erste Ernte gefeiert. Es wurde die Fülle gefeiert, das Zusammenkommen, das Leben, die Schönheit in der Welt. Und das ist eine ganz besondere Energie, die sehr transformierend auf uns einwirken kann. Das heißt, wir dürfen nochmal all unsere Ängste, Zweifel, all unser Mangeldenken loslassen, um diese wundervolle Fülle anzunehmen. Und dabei wurden dann auch Feuer entzündet, es wurden Kränze geflochten, es wurden Kräuter gesammelt. Denn zu dieser Zeit haben die Kräuter noch eine ganz besondere Energie. Sie sind sehr erfüllt, sie stehen sozusagen in ihrem Hoch, in ihrer höchsten Blüte. Da wurden die Kräuter gesammelt, auch schon mal dann getrocknet oder auch Salben und Tinkturen draus gemacht für den Herbst, für den Winter. Und man hat, wie gesagt, eben diese Fülle gefeiert, indem man zusammen gegessen hat, indem man auch das eine oder andere den Göttern gewidmet hat. Und da kommt der Sonnengott Lu ins Spiel, der eben auch für das Licht steht, für die Fülle, auch für Kreativität und tatsächlich auch den Krieg und den Handel. Das heißt, er hat beide Energien in sich, dieses weiche, sanfte, weibliche, intuitive und auf der anderen Seite das männliche, starke Durchsetzungsvermögen. Und ich habe Lu schon sehr stark in meinem Feld. Also ganz oft, auch wenn ich die Augen schließe, habe ich schon dieses helle Licht dann da, spüre seine Anwesenheit und er hat uns eine Botschaft, wie wir diese Energien rund um den 1.8. besonders gut nutzen können. Und auch hier ist es wieder so, dass nicht am 1.8. die Energie anfängt und dann am Ende des Tages aufhört, sondern Energien schwingen vor, sie schwingen nach, sie haben manchmal da oder dort ihren Zenit. Hängt auch mit uns individuell zusammen, denn wir als Mensch und als Lichtwesen schwingen ebenfalls. Alles schwingt, unser Körper, unsere Seele, unser Geist, unsere Aura, unser Energiekörper, alles ist Schwingung und so sind wir in Resonanz. Und das bedeutet eben auch, dass diese Energie das, was gerade für uns wichtig ist, verstärken kann. Zum Beispiel eben rauskommt, wo wir noch Mangeldenken haben oder Ängste oder Sorgen haben. Das darf gehen, das dürfen wir loslassen, um dann eben die neuen Energien anzunehmen. Was diese Energien sind, was da auf uns zukommt, das hören wir uns jetzt an. Ich verbinde mich noch mal intensiv mit Lu, dem Sonnengott, und schau, was zu uns fließen darf. Meine lieben Kinder des Lichts, fühlt es in eurem Inneren, spürt euer eigenes Licht, fokussiert euch auf euch selbst, auf euer Strahlen, auf eure innere Sonne. Bleibt bei euch. Widersteht den Ablenkungen im Außen. Widersteht den Zerstreuungen. Denn dann könnt ihr es fühlen. Eure eigene wahre Kraft. Und nur so könnt ihr es erkennen, dass alles da ist. Die Fülle, der Reichtum, die Dankbarkeit, die Liebe, die intensiven Beziehungen. All das ist da. All das ist in euch. All das ist in eurem Energiefeld. All das ist um euch herum. Wenn ihr bei euch bleibt, wenn ihr euch auf euch selbst fokussiert, dann könnt ihr es wahrnehmen. Mit eurem lichtvollen Herzen könnt ihr es erkennen. Die Fülle, die Quelle, das Alleinssein. Es ist da. Spürt es, wie es jede eurer Zellen erleuchtet, erfüllt. Spürt es tief in euch und nehmt es an. Denn jetzt ist die Zeit der Ernte. Es ist die Zeit, mit offenen Armen zu empfangen. Es ist die Zeit anzunehmen. Denn alles in eurer Welt, alles im Universum, alles im Oben und Unten, im Innen und Außen, ist für euch da. Es nährt euch und es versetzt euch in die höchsten Lichtfrequenzen, sodass ihr es fühlen könnt. Wir sind eins. Ihr seid die Lichtwesen auf Erden. Ihr erhellt die Welt. Also bleibt bei euch, in euch, fokussiert. Bündelt euer Licht, bündelt eure Energie, um sie genau dorthin zu schicken, wo ihr sie benötigt, um das zu nähren, was ihr für wertvoll erachtet. Zerstreut eure Energie nicht, sondern bündelt sie
zu eurem Ziel. Bündelt sie für die neue Welt. Bündelt sie für den Übergang. Bündelt sie als Scheinwerfer in der Dunkelheit. Denn mit eurem eigenen Licht könnt ihr all die Dunkelheit vertreiben. Mit eurem eigenen Licht ist alles möglich. Mit eurem eigenen Licht könnt ihr auf die unerschöpfliche Quelle allen Seins, allen Tuns, all der Fülle zugreifen. Ihr braucht nur die Augen öffnen. Ihr braucht nur eure Herzen öffnen. Ihr braucht nur fokussiert bei euch bleiben. In eurem eigenen Licht, in eurem Strahlen. Lasst euch nicht von dem Außen durcheinander bringen, zerreißen, durchwirbeln. Denn ihr seid stark. Und in diesem Moment könnt ihr sie fühlen. Die Stärke in eurem Inneren. Ihr könnt sie fühlen, eure wahre Größe, euer wahres Licht. Seid bei euch. Strahlt, strahlt bewusst in die ein oder andere Richtung. Erkennt euch, erkennt die Welt um euch herum. Denn ihr seid es, meine lieben Kinder des Lichtes. Ihr seid es, die die Welt erhellen. Habt Vertrauen, beweist Ausdauer. Alles ist da. Alles wird schon sehr bald irdisch sichtbar. Spürt die Freude in euch, die Vorfreude, die Lebensfreude. Denn alles steht bereit. In kurzer Zeit werdet ihr es erkennen. Und ihr werdet das Licht in der Dunkelheit sein, das strahlt, kraftvoll, beschützt, geführt. Erkennt die Fülle. Erkennt das Wirken zu eurem höchsten Wohle. Erkennt euch selbst. Ich umarme euch. Ich küsse euch. Voller Licht und Liebe. Wie wundervoll, wie warm er jetzt ist, dass man spürt dieses Licht und ich mache so ein bisschen Herzrasen, weil die Vorfreude so groß ist, weil ich spüre, dass da wirklich so viel Energie in der Luft liegt. Und wir haben ja eben dann jetzt den 1.8., wir haben den 8.8., das Lions Gate, das Löwenportal. Also abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann über das nächste Video zu diesem Thema. Und ich ja, bin noch ganz getragen von diesen Energien. Also für mich auch der Schlüssel, das nehme ich auch gerade so im Feld, war im Kollektivfeld, ist, dass wir lernen dürfen zu empfangen. Wir sind immer dabei zu geben, geben, geben. Und wir dürfen uns auch mal entspannen, in die weibliche Energie kommen, unsere Arme öffnen, empfangen, annehmen und erkennen, dass alles da ist. Und das ist so wundervoll. Also vielen, vielen Dank an den Sonnengott Lu. Und wenn du auch noch mehr dein Licht in die Welt hinaustragen möchtest, noch nicht weißt wie, dann möchte ich dir anbieten, mein Partner oder meine Partnerin zu werden. Denn ich habe ein Partnerprogramm, mit dem du pro Verkauf einer meiner spirituellen Online-Kurse ganze 40% Provision erhalten kannst. Also wenn du Freunde, Bekannte hast, vielleicht selbst Coach oder Medium bist, dann schau gerne mal vorbei auf der Seite zu meinem Partnerprogramm, findest du unter dem Video. Melde dich an, generiere dir deinen eigenen Link und erhalte pro Verkauf dann wirklich ein wundervolles Nebeneinkommen, um dir deine Träume, wie auch immer die aussehen möchten, noch leichter ermöglichen zu können, um noch mehr Licht in die Welt zu bringen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für dein Sein, für dein Tun und freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.